Herr Simon von Machbar hier, heute mit dem Thema Contrast Training. Letztes Mal bin ich darauf ganz kurz eingegangen im letzten Video über die Sprungkraft. Deshalb heute das Thema Contrast Training etwas mehr ausgearbeitet. Im Prinzip geht es darum, oder was sich hinter Contrast Training verbirgt, ist eine Trainingsmethode, wo wir eine schwere Übung, egal für Unter- oder Oberkörper, ausführen und kurz danach eine Übung, die die Explosivität trainiert, ausführen. Vorteil des Contrast Training ist, dass hier die schwere Übung ausführt, das Nervensystem stellt sich darauf ein, ihr werdet schnell zuckende Muskelfasern rekrutieren, die sind weiterhin aktiv und ihr setzt das Ganze bei der explosiven Übung danach um. Das bedeutet, dass ihr mehr Power Output haben könnt. Das Ganze wird auch mit einem Phänomen PAP, Post Activation Potential, bezeichnet. Vorteil für euch ist, dass der Power Output viel, viel stärker ist. Ein gutes Beispiel dafür sind schwere Kniebeugen mit 3 Wiederholungen. Wichtig dabei ist, dass der Körper nicht in einen Ermüdungszustand kommt. Ihr macht eine kurze Pause bis zu 15 Sekunden nach dieser Übung und setzt dann zum Beispiel einen Boxjump, einen Vertical Jump oder eine andere explosive Übung, die dieser Übung aber relativ ähnlich ist. Das bedeutet, von der Kniebeuge her, ich kann eine halbe, eine tiefe Kniebeuge oder eine schwere Frontkniebeuge ausführen, sollte ich dann auch in eine Sprungvariante gehen. Dasselbe kann ich aber auch mit 2 identischen Übungen machen. Das bedeutet zum Beispiel beim Olympic Weightlifting oder bei Cleans, Power Cleans, ich kann einen sehr, sehr schweren Clean ausführen für 1 bis 3 Wiederholungen, kann dann mit dem Gewicht runtergehen und mit weniger Gewicht das Ganze machen. Wichtig auch hier wieder, wenn ihr den ersten Satz macht mit dem schweren Gewicht, nicht ermüdend, kurze Pause, gebt eurem Körper kurz Pause, sich zu regenerieren und dann mit maximaler Explosivität die Übung danach ausführen. Für wen das Ganze was bringt, sind natürlich Athleten, die eine Sportart machen, die viel Explosivität, die maximale Explosivität benötigt, die Schnelligkeit benötigt. Denn auch Schnelligkeit kann nach diesem Prinzip trainiert werden. Wir können Heavy Brawler Push machen oder einen Brawler Push, der annähernd heavy ist zum Körpergewicht und dann danach einen explosiven Maximal Speed Sprint ausführen. Das geht auch. Das bedeutet, vor allem für Athleten jeglicher Sportart, wo Schnelligkeit, Explosivität gefragt ist, das ist sehr, sehr sinnvoll, ob Ober- oder Unterkörper. Zum nächsten ist es aber auch wirklich, wenn es Richtung Mans Physik geht, finden Sie mal ganz lustig zu sehen, denn auch hier sind solche Trainingsmethoden etwas Neues für euch. Auch die können euch weiterbringen, explosiver und stärker zu werden. Denn es ist natürlich so, nur weil jemand gut aussieht, heißt es auch nicht, dass er ein guter Athlet ist. Und wenn ich mich als Athlet bezeichne, dann sollte ich auch immer viele athletische Fähigkeiten ausgeprägt haben, um diese zeigen zu können. Das ist meine Meinung. Zum Contrast Training ist noch zu sagen, dass es sehr anspruchsvoll fürs Nervensystem ist. Das bedeutet, ihr solltet es nicht öfter wie 2-mal die Woche ausführen und auch vom Zeitraum her nicht, also in eurem Mesozyklus, nicht zu weit ausprägen. Haltet es relativ kurz, guckt, dass ihr damit einen Peak macht in eurer Trainingsplanung und dass ihr es relativ kurz vor irgendeiner, vor einem Wettkampf oder in eurer Trainingsplanung an Plateaus anwenden könnt, wo ihr zum Beispiel einfach nicht weiterkommt. Da ist es die richtige Trainingsmethode, um euch weiterzuhelfen. Einzelne Übungen, wie zum Beispiel so ein Contrast Training aussehen könnt, seht ihr im nächsten Video. Da werden wir was für den Unterkörper, für den Oberkörper und Unterkörperschnelligkeit filmen, sodass ihr seht, wie das Training nachher in der Praxis dann wirklich aussehen kann. Leute, ich denke, euch hat das Video gefallen. Viele Informationen verarbeitet diese. Wenn ihr Fragen habt, gerne einfach das Video kommentieren, würde mich freuen. Ansonsten denkt dran, alles ist machbar.